Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, auf der Insel von Nex in Legend of Grimrock 2. So, wie ich beim letzten Mal angekündigt habe, war der Plan, wir gehen jetzt wieder nach Norden und versuchen in den Dungeon zu kommen. Offscreen habe ich mir dann überlegt, ich gehe noch einmal nach Süden, um kurz das, den einen Zettel nochmal zu holen und kurz das Gebiet hier einigermaßen, soweit es geht, aufzudecken. Da hinten ist übrigens ein Teleporter, sehe ich gerade. Jo. Ja, genau, das wäre hier gewesen. Hier war das Teleportergebiet. Hier war das Rätsel davon. Und ja, den Felsen. Einsammeln. Hier liegen, glaube ich, auch ein paar Steine rum. Genau. Stein, Stein. Hier hätten wir eine Torch. Die wir jetzt aber ja nicht mehr brauchen, da wir einfach hell zaubern können. Und eben den Brief, den werde ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Der sagt einfach nur, wenn es dir hier zu schwierig ist, dann geh woanders hin. Und ja, mit den Insekten will ich mich nicht unbedingt nochmal anlegen hier. Nachdem die mich das letzte Mal getötet haben. Deswegen gehen wir jetzt einfach wieder ins letzte Gebiet. Also gehen Norden. Hierher. Und gucken, dass wir hier in den Dungeon kommen. Aber vorher will ich mich nochmal versuchen, mich dort umzusehen. Da hatten wir zwar auch zwei Insektenschwärme, aber soweit ich weiß, haben wir den einen einigermaßen gut runtergeprügelt, dass wir ihn loswerden können. So, das heißt, für uns geht es jetzt hier durch. Es ist mal wieder Nacht. Hier an dem Altar des Schmerzes vorbei. Und einfach hier durch. Genau, da hinten fliegen die Insekten nämlich noch rum. Die hatten wir ja hier eingesperrt. Jedenfalls die einen. Die anderen können da drüben rumfliegen, wie sie wollen. Die kommen jetzt aber nicht zu uns, oder? Da fliegen sie. Wo versteckt ihr euch? Ich höre euch, da seid ihr. Haben sie mich entdeckt? Ja, haben sie. Okay, sie sind tot. Gut. Das waren die ersten. Ich weiß nicht, waren es drei oder... Ja, es waren drei Schwärme. Aber der zweite da hat uns noch nicht entdeckt. Miss, wow. 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 Ja, ihr seid garstig. So, aber ihr sterbt auch wenigstens, wenn ich euch einigermaßen treffe. Ja, ich muss bloß aufpassen, wo ich hinrenne. So, da drüben wäre diese zweite Insel. Und hier wären noch mehr Insekten. So, mal wieder gemisst. Wow. Das Böse an denen ist, dass sie so schnell sind. Boah. So, nochmal. Und Tarion verhungert. Macht nichts, wir haben Steak. Ja. Das Problem ist, ich sehe nicht, wie viel Health wir noch haben. Isst du mal.
Und ja, wir treffen die absolut nicht gut. Ah, du gib ihm mal einen Fisch ab. So. Jetzt haben wir sie getroffen. So. Ja, und so muss ich die da jetzt mal wegmachen. So. Das waren jetzt hoffentlich alle. Und da werde ich bestimmt nicht nochmal drauf treten. So, letzter Pfeil eingesammelt. Eine Tasche, in der ist eine Rage Potion und ein Pitwood Bread. Ah, ist doch gar nicht mal so schlecht. Eine Rage Potion kannst du der anderen Rage Potion. Und da hinten habe ich noch einen blauen Kristall gesehen. Dort würde es zum Graveyard gehen. Noch ein Rezept. Was sagt das Rezept? Antivenom und Antidot. Wahrscheinlich gegen Krankheit und gegen... Ach kommt. Gegen Krankheit und gegen Gift. Also LP026 speichern wir hier mal. Das P ist mal wieder klein geworden, ist aber egal. Könnten wir uns theoretisch hier fertig umgucken. Ob wir da einfach ins Wasser fallen. Hier bitte die Leiter hoch. Danke. Also ja, an Land gibt es scheinbar nichts mehr. Außer da hinten vielleicht noch auf der Insel waren wir auch schon. Jetzt möchte ich aber... Ja, ich bin lebensmüde. Ich möchte noch mal ausprobieren, was passiert, wenn ich noch mal auf die Druckplatte trete. Dann tauchen da einfach Teleporter auf. Okay, gib uns mal einen Stein. Ja. Gib uns einfach mal einen Stein. Ein Schädel. Nicht stackbar, aber es ist ein Schädel. Was hast du uns zu sagen? Hier werden selbst die Winde von ihm und ihnen gelenkt. Okay. Noch mehr Munition. Einen Schlüssel, davon haben wir schon mal drei. Shock Shield. Air Magic Concentration geht so. Okay. Und ja, wir lagern mal das ganze Essen um. Bei den Schriftrollen, da sortieren wir auch irgendwann mal aus. Ah ja, so machen wir die Teleporter wieder an. Das ist aber nicht alles, was ich gucken möchte hier. Hier ist nichts, hier ist auch nichts, hier auch nicht. Okay. Hier ist nur das redende Gesicht, das heißt, Teleporter wieder an. Und wieder zurück teleportieren. So, sehr gut. Das heißt, wir haben auch das Rätsel gelöst. Mit Essen sieht es noch einigermaßen okay aus. Ah ja. Der Stein leuchtet auch schon wieder. Ist auch sehr gut. Also, wir haben jetzt die freie Auswahl zwischen dem Friedhof. Du bist der, der nichts sagt. Genau. Hier hatten wir noch so einen Erdtypen erledigt. Darüber kommen wir leider nicht. Dort könnten wir aber einen Stein reinschmeißen. Der jetzt weiß Gott, wo gelandet ist. Da drüben kommen wir auch nicht rüber. Nein.
Und die Leiter darunter kommen wir, glaube ich, auch nicht. Au. Ja, ich mag euch nicht. Au. Ich will nur mal versuchen, was passiert, wenn ich die über die Leiter gehe. Passiert nichts. Uah. So. Jetzt bin ich wieder hier bei dem Altar. Ah, hat nicht viel gebracht. Hier einmal um die Insel rumgehen könnte ich noch, aber ob das was bringt. Von hier aus, wo wäre denn die nächste Leiter? Die nächste Leiter wäre dort. Okay, ich sack einfach mal das Unterwasserzeug hier ein. Gehe einfach mal geradewegs durch. Und gehe... das ist nicht so toll. Komm, beweg dich. Danke. So. Puh. Nee, da ist auch nichts. Also könnten wir noch hier an den Wänden lang gehen, gucken. Dazu schlafen wir noch mal eine Runde. Hoffen, dass es Tag wird, was leider nicht der Fall ist. So. Gut, so weit, so gut. Jetzt fehlt nur noch das da drüben. So. Nein, das ist nicht schön. Das ist nämlich nicht schön, weil ich keine Leiter finde so schnell. Doch, habe ich. Gut. Also ja. Hier könnten wir uns noch umgucken. Und ganz ehrlich, das hier schalte ich mal aus. Das Gesumme geht einem auf die Nerven. Nö, hab mich verguckt. Ich dachte, da wäre ein Teleporter ausgegangen. Gut. Also, da haben wir noch einen Speicherkristall. Da haben wir nur Wurzeln. Da ist keine Leiter. Da habe ich mich verguckt. So. Das bedeutet, die Insel ist für uns gesperrt. Okay. Sicherheitshalber speichere ich jetzt nochmal. Einfach über das 26er drüber. So, und dann versuche ich einfach nochmal das Hold Your Breath Rätsel. Ich habe ja so das Gefühl, dass man da ein bisschen schummeln kann dabei. Indem man einfach Mana-Tränke. Okay, das ist komisch gewesen. Mana-Tränke trinkt. So. So. Und so. Und hey, es wird Tag, wenigstens etwas. Gucken wir mal. Und hoffen, dass im Augenblick kein Vieh in der Nähe ist, das uns dabei stört. So. Doch, es stört uns eins. Können wir das ignorieren und einfach da drauf starren? Ja, können wir. So viel Schaden macht er nicht. Wow. Nein, das war nicht so toll. Okay. Mana-Tränke können wieder zusammen und zu ihm gesammelt werden.
Du kannst wieder deinen zweiten Dolch haben, den du nicht benutzen kannst. Und ihr könnt wieder umschalten auf eure Waffen. Okay, also das klappt schon mal nicht. Wir haben nicht genug Atem. Beziehungsweise wir haben immer noch keine Unterwasseratmung. Ich würde aber schon gerne an das Secret Duck kommen. Okay, die Insel ist total abgeschottet. Die sieht auch aus wie noch so ein Schrein, wenn ich ehrlich sein soll. Aber zu der kommen wir wahrscheinlich noch nicht. So. Kurz heilen. Dankeschön. Untote oder...